Guten Tag. Ich bin es. Sir von und zu Weichei, der sich von hier zurückzieht, von diesem Kackdreckort. Und wir gucken einfach mal, was so das Erdenbaumgebiet uns sonst zu bieten hat. Weil... Nee, ich habe keinen Bock mehr. Und ich habe auch keinen Bock auf die ganzen Nachrichten, deswegen gehe ich kurz nochmal ins Hauptmenü. So, jetzt ist hier wieder alles entspannt. Ja, wir wollten da lang gucken, genau. Wir haben beim letzten Mal angefangen, uns so ein bisschen umzugucken und uns gefragt, hey, wo ist denn eigentlich das ganze Zeug in diesem Spiel? Und ich würde sagen, diese Klippe hinunter ist es nicht. Oh, aber hier könnten Untote sein. Und solange der Boss nicht so schlimm ist, aber ich glaube, dieses Ultragrab war ja auch extra markiert. Die Seitengruft ist ja hoffentlich netter. Aber so wie es aussieht, gibt es hier auch wieder keine Todeszwiebel. Ich will doch nur ein paar Todeszwiebeln gönnen. Doch, ah, ich wollte schon sagen. Die ist doch bestimmt zu. Ja. Genau. Suchen wir also wieder, irgendeinen Hebel. Oh, da sind die kleinen Potboys. Hallo, wo läufst du denn? So. Geh mal zurück, weil jetzt wahrscheinlich 17 von denen kommen aus allen Ecken. Wenn ich einen schon geboxt habe. Bisher sind es nur kleine Potboys. Potbombs. Ich wollte sagen, du siehst irgendwie ein bisschen anders aus als deine Freunde. Aber ich war nicht sicher, ob es an der Dunkelheit liegt. Ups. Ja, mal gucken, wo wir sind. Da ist der Hebel. Gibt bestimmt auch große Potbombs. Ja, wir haben beim letzten Mal... auch den neuen Hammer gefunden und so, ne? Aber ist halt noch viel, viel zu schwer. Deswegen gucken wir da einfach mal. Ja, wir haben irgendwie beide dieselben dummen Ideen, ne? Funktioniert irgendwie nicht so. Ja, ein Hammer der Boys. Für den heile ich mich extra nochmal. Ich komme jetzt hinterher. Nee. Einfach drauf. So, wir haben genug Heilung. Sonst packen wir einfach alles mal ins andere. Apropos Heilung. Kann ich das nicht upgraden? Schon seit 7 Jahren. 5, 6 Stück. Okay. 2 zu viel nur. In 2 Stück habe ich nochmal einen Trank mehr. Das ist alles gewollt und geplant. Okay, hier ist... da kommt eine Krabbe. Natürlich campt da einer mit Blitzbomben oben. Aua. Gut, dass ich gerade geheilt habe. 1. Komm, ich höre doch noch mehr. Ja, natürlich. Meine Fresse, ist hier alles nervig. Ich lieb's aber irgendwo. So, du Riesenschnecke, du tötest mich nicht. Mit dem Schweinegesicht. Oh mein Gott. Sollen wir uns teleportieren lassen? Ich meine, ich hab's gedodged. Aber es gehört ja dazu. Ja, okay, komm, zeig mal, wo es hingeht. Wo kann es denn noch schlimmer sein als hier? Vielleicht muss man sich auch teleportieren lassen innerhalb des Dungeons. Da ist ein Potboy, da ist noch ein Potboy. Hinter mir ist eine Kiste. Erstmal öffnen wir die Kiste. Oh mein Gott, da ist ein Teleporter nach draußen wahrscheinlich. Okay, du machst nicht so viel Schaden wie erwartet. Dann machen wir dich einfach weg. Ich glaube, die sollen nicht so viel Damage von mir bekommen. 900 Schaden pro Schlag, aber Hammer ist halt gut. Ein gesprungener Topf. Ein Handbuch des Parfümeurs. Nummer 3. Und noch ein gesprungener Topf. Ja, guck mal, das ist auch ein Topf-Upgrade. Gucken wir mal ins Inventar. Des Parfümeurs Nummer 3 hatten wir. Da. Ein Eisengefäß-Aromat. Jetzt sind da Sprühnebel. Das müssten Fläschchen sein, ne? Hier. Verbraucht FP, verströmt Giftnebel aus dem Mund. Verwandelt den Körper des Trägers kurz in Stahl. Könnte sehr starke Sachen sein. Ich denke, beim Craften allgemein sind viele starke Dinge dabei. Aber... nö, brauche ich nicht. Ich hammer, ich bonk, ich sag alles gut für Baum und dann passt schon. Mehr brauche ich nicht im Leben. So, komme ich jetzt wieder dahin zurück? Na, guck mal. Ist der war doch ganz nett am Ende. So, relativ.
Ich würde gerne mal, wenn wir eh schon hier so unterwegs sind, dann mache ich einfach mal das hier. So. Aber die Ultra-Lebensregeneration. Warum nicht? So, da drin waren wir gerade, ne? Ja, genau. Okay, dann haben wir den Part fertig. Im Keller. Der mir rein gar nichts gebracht hat. Dann gehen wir mal da rückwärts. Wir sind ja runtergehüpft. Also sollten wir den Raum hier nicht kennen. So, wie viele Gargoyles? Keiner? Okay, aber es ist so ein Nebel, so ein Nebel-Dungeon. Schauen wir mal, wo der mich hinbringt. Jo, solange kein Zeug kommt, dann passt das alles. Dann sind es einfach nur Teleport. Also auch eine coole Mechanik für so ein Dungeon. Einfach mal diese Kisten dafür zu nutzen. So. Du machst kabumm. Du kriegst aber aufs Maul. Aus Prinzip. Aber hier habe ich schon gelootet. Bin ich wieder am Anfang? Ja, ich bin wieder am Anfang. Da, wo ich durchs Fenster gesprungen bin. Okay. Ich glaube, uns fehlt eine scheinbare Wand oder so. Anders würde ich es nicht erklären können, wie wir da nach oben gelangen sollen. Weil das bringt mich ja nur runter. Glaube ich. Wir sollten ja immer hin und her führen. Jo. Sieht gut aus. Bin ich da, wo ich auch durchs Fenster hüpfen runterkomme. Ich verstehe nicht, warum es überhaupt den Teleporter gibt. Ja, wieder hochzukommen. Okay, ja. So, da oben ist Stuff. Da ist eine Tür. Also muss in die Richtung eine Leiter kommen. Hier. Also rollen wir mal alle Wände ab. Die Kiste war ein falscher Teleporter. Was ist hier? Da. Dankeschön. Da ist eine Kiste drin. Hui! Papa, komm her! Du warst schon so lange nicht mehr da! Umarme uns doch bitte! Okay. Hallo? Ah, die müssen springen. Okay. Ich war gerade sehr irritiert, wie lange der braucht, um sich in die Luft zu jagen. Meine Güte! So, jetzt sollten aber keine mehr davon hier sein. Nee. Na dann. So. Bringe mich auf den richtigen Weg. Bitte nicht zu weiteren Riesentöpfen. Doch, 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 doch. Gerne mehr weitere Riesentöpfe, ehrlich gesagt. Nur keine, die sich in die Luft sprengen. Jetzt bin ich hinter den Drecksäcken. 100 Schaden. Ich liebe meinen Hammer. Und das ist noch der Schwache. Stell dir vor, ich habe den Fetten und kann mich dann anschleichen. Da muss man halt so ein bisschen auf ein Stärkebild committen natürlich. Aber ich will ihn dann nur zweihändig nehmen können. Also ich brauche nicht alle Stärke der Welt. So. Bin ich doof? Aua. War hier nicht die Statue, wo ich gerade stehe? Hier war doch die Statue. Bin ich in einer... Oh mein Gott, das ist bestimmt so eine Kopie von dem Raum. Das ist gar nicht der Raum. Hier sind jetzt neue Gegner überall unten oder so. Diese Sprengtöpfe, oder? Aber nee, hier liegen die tot. Wait, what? Da war doch die Statue. Bin ich wahnsinnig? Warum ist hier ein Potboy? Okay, das ist eine Kopie. Ritualtopf. Tut mir leid, Rosa. Ich hoffe, es war nur einer, der sich sprengt. Wurzelharz. Was passiert hier? Haben die den Dungeon geändert? Die Kisten sind auch weg. Aber da unten lag eine Leiche, die hat mich gerade irritiert. Das war vielleicht einer, den ich von oben runter gekillt habe. Okay, dann suchen wir und schauen wir nochmal alles an. Ja, guck mal. Wenn du hier unterwegs bist, dann kann irgendwas nicht stimmen. Ich mach nochmal meine Ultraheilung. Kostet aber auch viel Mana. Weiß ich gar nicht, ob die sich so sehr dann lohnt. Für Bosskämpfer aber eigentlich schon cool. So, hier ist ja... Ich kenne den Ort nicht. Die Kiste führt mich jetzt zum richtigen Ort. Okay, die Gegner und die Leiche und die zerstörten Objekte sind halt noch da. Hier war der Raum, wo ich weggeportet wurde. Also loop ich einfach? Ja. Aber bevor ich loope,
Guck mal, da oben ist jetzt auch eine... Nee, das ist ja die Kiste, wo ich hinkomme. Nee, das ist die andere Kiste, wo ich hinkam. Das ist die, wo ich herkam. Wenn ich jetzt hier reingehe, müsste ich ja nochmal in diese Arena kommen. Aber da es sich loopt irgendwie und Sachen ändert vom Spawning... Ja, guck mal, hier sind jetzt Sachen drin. Hier sind jetzt Sprengpots. Gesprungener Topf. Vier gesprungene Töpfe in einem Dungeon. Das ist viel. Ich mach gleich die Bosse mit Feuerbomben only. Nie benutzt die ganzen Töpfe, ne? Eigentlich cool, um so Statuselemente auf Gegner zu machen. Ah, die Leiter ist neu. Also war vielleicht das doch der richtige Weg? Aber wie ist das programmiert, dass sich alles ändert, wenn ich so eine Kiste anfasse? Ich komme mir gar nicht drauf klar. Ah, hier sind wir. Ja, wir waren echt einfach einen Stockwerk drunter. Oh mein Gott. War einfach alles so ein Fake. War einfach zweimal der exakt selbe Dungeon übereinander gestapelt. Was höre ich? Hallo? Es waren einfach nur die Türen, die sich geöffnet haben, oder? Denke ich mal, ja. Was soll denn sonst so ein Lärm machen? Ich glaube, ich raste einmal. Hä, aber wie war's? Wie haben die das gemacht, dass dann dort tote Gegner lagen, wenn das zweimal derselbe Dungeon gestapelt war? Haben die da schon vorher tote Gegner hingelegt, dass es so aussieht, als wäre ich da schon mal gewesen? Meine Güte, das war verwirrend. Ich hoffe, der Boss ist jetzt auch wieder irgendwas Prankiges. Wir sind bereit auf jeden Fall und es ist ein sehr cooler Dungeon geworden doch. Und die Top-Pot-Boys mag ich ja sehr gerne und... Grabhüter-Duellant. Okay, ist der, den wir schon mal bekämpft haben, von dem wir so einen Hammer haben. Plus Potboys. Aua. Ja, bloß mit dem Unterschied, dass er halt mein halbes Leben mit dem Treffer wegmacht. Ich glaube, ich will in dem Gebiet meine Geister nutzen tatsächlich langsam. Hier wird's echt unangenehm, geisterlos zu spielen. Okay, mein Sprungangriff hat ihn gestaggert, das gefällt mir. Ja. Aber warten, bis Ausdauer wieder voll ist und Sprungangriff. Jupp. Sprungangriff MVP. Und er macht immer denselben Angriff nach meinem Sprungangriff scheinbar. Das gefällt mir, Grabduelland, Grabhüter-Duelland. Das war ein schöner Kampf. Vielen Dank. Oh. Yo, wir können die Potbombs rufen. Nicht die Potboys, aber Potbombs. Immerhin schon mal. Aber leider noch keine Potboys. Aber ich denke, die Potboys wird es auch in der roten Wüste geben, da wo die so größtenteils vertreten sind. Cool. So, ja, da haben wir zufällig hier noch so einen Dungeon gefunden. Die Seitengruft, die war wirklich sehr an der Seite. Und ja, da dürfen wir nicht lang wegen Margit, genau. Ja, ich würde sagen, wir reiten da mal raus. Weil ich habe mich innen jetzt umgeguckt. Wir haben alle Ecken angeguckt und ich habe immer noch nicht den Orden der goldenen Maske gefunden. Den ich eigentlich die ganze Zeit suche. Den ich haben will. Unser Priester meinte ja, das ist mehr beim Elfenbaum. Und dann ist die war aber nicht halt. Was ist da in der Luft? Das ist, glaube ich, so ein Banner. Ja. Da gibt's Sinn. Aber hier wurde auch wieder Krieg geführt ohne Ende. Was ist denn los mit den ganzen Leuten? Warte mal, auf Krieg zu machen. So, das Altersplateau einfach mal wieder so ein bisschen erkunden. Musik klang gerade etwas überdramatisch. Deswegen war ich kurz irritiert. Ah ne, scheinbar alles in Ordnung. So ein paar NPCs hier mal treffen und Questlines von denen machen wir halt auch, glaube ich, mal ein guter Start.
Weil ich habe bisher irgendwie noch niemanden. Also ganz am Eingang habe ich ein paar Leute getroffen. Und dann, seit ich hier in Goldland war, habe ich niemanden mehr getroffen in der Stadt. Ja, vielleicht, weil auch da niemand so einfach reinkommt. Wirklich. Na, welche 10 Explosionen kommen jetzt auf mich zu? Nichts. Blitzschnitt. Cool. Jetzt kriegen wir die ganzen Blitz- und Heilig-Sachen. Das ist immer noch schön. Wow. Aua. Guter Piekser, mein Freund. Hat aber mein Pferd getötet. Ja, aber sonst war hier nichts. Ja, hier sind noch mehrere von diesen Ballisten. Trebuchets. Huch. Hochreiten wollte ich es nicht. Da. Bonk. So. Der hat nämlich genau auf den goldenen Baum gezielt, wenn ich sehe. Ja. Ja, ist sogar gut, wenn wir von oben kommen. Aber den Schmarrn direkt ausmachen. Können wir da auf die Mauer? Oh, was? Wow, 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 wow. Halbes Spiel muss nachladen. Ritter Charge. Ich habe gegen so einen goldenen King-Ritter besiegt. Ich glaube, wir sollten klarkommen. Gegen einen Ritter. Jupp. Jupp. Hat das Pferd was gedroppt? Ah, eine Scheibe Fleisch. Natürlich. So, ich wollte eigentlich in diesen Turm da rein. Bevor ich ein Duell gegen den Ritter machen wollte. Ja, sieht aus, als wäre er hier Loot. Sehr schön. Ja, auf den Türmen habe ich bisher eigentlich coole Sachen gefunden, meistens. Ich würde gleich gerne weiter hoch. Auch wenn mir Menschen entgegenfallen. So, zack, 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 zack. Nee. Okay, du hast auch nicht so viel Leben wie der in der Hauptstadt. Dein Gegenstück, was exakt gleich aussieht. Hier draußen scheint es gemütlicher zu sein. Großbogen. Großpfeile, Großpfeile. Jopp, jopp, jopp. Ganz viele Großpfeile. So viele, dass sie sogar scheinbar gelagert werden. Wie viele Großpfeile darf man denn dabei haben? Okay. Ja, ergibt sich, dass man nicht da die volle Anzahl dabei hat. Weißt du, und hier soll ich mein Phantom beschwören, sagt Spiel mir. Hm? Für die 5 Ritter brauche ich es, aber für den Gargoyle darf ich es nicht. Wir sollten zu der Geisterfrau gehen und dann nochmal... Der Page war eine richtige Enttäuschung, da wo ich ihn eingesetzt habe. Den will ich nicht weiter leveln. Der war ja Level 4, 5? Ich dachte, okay, der wird richtig reinhauen, aber da hat er aber gar nichts gemacht. Da haben wir noch 2 Trebuchets und da noch eins. Okay, machen wir mal alle aus. Aber wir sind an dem anderen Tor, ne? Ja. Ja, in dem Tor war ich nie. Sieht nur so ähnlich aus von der Defensive wie das andere. War ich gerade kurz irritiert, ob ich jetzt hier schon war oder nicht. Aber nee. Mehr goldene Saat für uns, die wir nie einsetzen. Hui. Ja, wenn man so im Kopf von Folge zu Folge ist, dann vergisst man das einfach. Verzeiht. Die Wartespiel würde ich die auch alle immer instant einsetzen wahrscheinlich. Goldene Saat. Da ist der Turm. Will ich ein zweiter Dungeon drunter sein. Und da ist so ein Dorf auf einer Klippe. Boah, sehe ich. Ja, folgen wir einfach mal der Straße kurz. Wollen wir ins Dorf abbiegen? Ja, gucken wir mal rein ins Resident Evil Dorf. Dominula, Windmühlendorf. Okay. Das gefällt mir. Wir haben Blumen und tanzen. Wir machen da einfach Party ihr ganzes Leben lang. Ich habe auch keine Waffen dabei. Da, 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 di, du. Okay. Wenn ihr alle glücklich am Tanzen seid, dann lasse ich euch. Die werden gleich alle so aggressiv, wenn irgendwas passiert, wenn ich ins Dorf gehe. Bin halt so tot dann, wenn die abgehen. Egal. Aber mal gucken. Ich gehe einfach in eure Häuser.
nehmen wir den hohen Bogen hier mit. Sind einfach alle komplett wahnsinnig. Meine Güte. Ah, hier gibt's noch mehr Loot. Ja, noch tanzen sie. Ich denke, irgendwas werde ich töten ganz oben. Oder hier ist irgendein NPC, der mir was erzählt. Ja, euch geht's nicht so gut. Nehmt euch mal ein Beispiel an den anderen. Vielleicht liegt es an den Blumen? Sind die sehr glücklich mit Blumen? Hm. Diese Dinger, wo die Blumen dran wachsen, sind ja eigentlich auch so... Stellen, wo Menschen aufgehängt werden. Also eigentlich ist es hier nicht so positiv, der Ort, aber gut. Soll ja wahrscheinlich aber gruselig sein. Oh Gott. Was hat euch wütend gemacht? Packen einfach alle möglichen Waffen aus. Ich bin zu nah an eine rangegangen. Und dann wurden alle mad. Okay. Na guck mal, die hier so am Wegesrand sitzen, die sind einfach von sich aus mad. Ja. Die haben richtig verrückte Waffen. Menschenknochensplitter. Will ich hier irgendwas am Rand? Nee. Ah, danke. Oh, guck mal, da ist noch Loot. Ich kann ja immer noch unser Pferd rufen und ein paar lustige Jump-Runs machen. So, einmal auf das Dach, einmal auf das Dach. Und absteigen. Absteigen. Danke. Wo ist er? Da. Sturmfalkenfeder. Und dieses Craft-Material. Finde ich mir auch egal. Oh, guck mal, da ist eine böse. Die campt da einfach nur. Stimmt, wurden die böse, weil der Hund von sich aus aggro wird? Kann natürlich auch sein, dass der Hund schuld ist. So, aber ich komme hier mit meinem Pferd, glaube ich, auch wieder hoch. Ja, muss nicht nochmal außen rum. Lalalala. Ich hätte gerne eine Tanzengeste von euch. So. Die hüpfen da. Die tanzen nicht, die beten. Aber gucken, irgendwas wird hier oben sein, was alle beeinflusst. Oder? Apostel der Götterskalpe. Fancy. Okay, lass mal battlen. Aua. Ja, okay, damit habe ich nicht gerechnet. Kriegst du Menschenhaut? Das ist auf jeden Fall ein Gesicht auf seinem Rücken. Hallo. Götterskalpe sind diejenigen, die, wo ich zwei Zauber von habe. Der wirft ja überhaupt die schwarzen Flammen und so. Okay. Das Feuer brennt ein bisschen. Ich darf nicht rollen, während ich heile. Bro. Okay, ich verstehe schon. Du willst aber einen Pferdekampf. So, nochmal mein Harte Hüh heilen. Der will einfach ein paar bisschen Hammer abbekommen. Muss mich nicht damit rumschlagen. Bonk. Aua. Okay. Junge ist aber nervig. Ist aber cool irgendwo. Ja, ich warte auch gerne auf Ausdauer. So. Wie du mir, so ich dir. Die Musik für ihn! Okay. Ja, dachte ich mir schon. Oh mein... Oh. Ich liebe dich! Du bist ja ultra cool, du Salami-Mann! Ich fühle mich auch noch ein bisschen zu schwach für dich.
Yo! Wie packt er die Salami-Moves aus? Okay, okay, nochmal weg. Was ein Fieserich. Wir müssen wegrennen. Es tut mir so leid, im Kampf wegzurennen, aber... Oh mein Gott, nein. Ich würde echt gerne gerade meine Superheilung mal einsetzen, wenn ich schon die Gelegenheit dazu habe. Okay. Hallo Salami-Mann. Nein, 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 aua, aua. Oh mein Gott, ist der cool. Ja, den kriegen wir hin, den kriegen wir hin. Scheiß drauf, was ich gesagt habe. Also im Salami-Modus ist er einfacher, finde ich. Aber das erschrickt schon sehr im ersten Moment. Solche Angriffe werde ich, glaube ich, nicht können. Hier ja, machen wir Phase 1 mit Pferd. So lange, wie wir dürfen, bevor er uns entmountet. Phase 2 können wir ja dann wechseln. Und ich mache meine Waffe mit ein bisschen Hammer. Mit ein bisschen Blitz. So. Und... Pam. Ja, guck mal, 500 Schaden. Nochmal 500 Schaden. Ja. Also auf Pferd ist die erste Phase richtig angenehm. Ja, irgendwie fühlt man sich auch falsch, wenn man so auf dem Pferd kämpft, oder? Ich weiß nicht, wie viel ihr bei euch selber auf dem Pferd gekämpft habt. Aber ich will mir halt die Kämpfe nicht so wegnehmen. Deswegen machen wir Phase 2 dann auf dem Boden, bodenständig, wie wir sind. Aua. Einfach dreimal daneben gehauen. Oh mein Gott, nicht in den Schredder reinlaufen. Ich will meinen Stirn nicht vom Boden aufwischen müssen. Okay. Okay, jetzt. Das dunkle Ritual hat begonnen. Möge Salami-Mann uns fertig machen. Kommen Sie her, Salami-Mann. Oh, Haltung gebrochen. Sehr schön. Da sage ich nicht nein. Wie cool Salami-Mann ist. Komm, mach einen Salami-Move. Ja, der Salami-Schredder. Okay, tschüss. Ja, Pferd hat es doch zu einfach gemacht. Ich krieg bestimmt eine Zauber-Dings. Götterskalpe-Magie. Götterskalp-Häuter. Geiselnde schwarze Flamme. Cool. Boah, war der cool. Und die Musik. Der war richtig der coole Junge. Ja, jetzt der Struggle. Stärke oder... Erstmal Stärke. Ich glaube, muss ein bisschen warten. Flaschenaufladung hinzufügen. Ja. Flaschenaufladung verteilen. Wir machen so. Ja. Ja, ja, ja. 10 normale, 2 Heilung. 2 Mana. Ist mir doch ein bisschen zu viel Mana die ganze Zeit und zu wenig Heilung. Aber die jetzigen, die ich dann noch dazu kriege, wahrscheinlich kann man ja wieder 15 gesamt haben oder so. Wohl, vielleicht sogar 20. Ne? Ist ja noch ein bisschen was vor uns. Wer weiß. Ja. Ist immer angenehm, so ein bisschen Mana auch nachfüllen zu können, aber 5 Mana brauche ich halt nie. So. Ist denen egal, ne? Die machen weiter Party. Ja. Goldes Glühwürmchen. Ja, und sobald man die einmal haut, rasten die komplett aus. Und bucken Blut und haben dicke Keulen. Cool. Goldene Rune 3. Droppen die. Immerhin. Und da haben wir auch noch Loot.
Was ein cooler Abstecher. Einfach kurz mal auf so eine Windmühle, Windmühlenberg hoch und einfach sowas Verrücktes treffen. Ja, würde ich sagen, ich reise sogar direkt weiter, wir machen mal kurz eine Break und gehen mal hier runter. Gucken, welche Waffen wir upgraden können, gucken, welche Geister wir upgraden können und noch irgendwas wollte ich machen. Irgendwas wollte ich unbedingt hier runter. Ach, ich weiß, wir haben eine Klangperle doch gefunden in der letzten Folge. Klangperle anbieten, Klangperle 2 kaufen. Jetzt können wir 1, 2, 3 und 4 kaufen. Ah ja, das ist cool. Sonst irgendwas Neues? Nö. Sonstiger Loot sei nicht gegönnt. Ja, wir haben den hier. Ich habe das Gefühl, dass ich doch meine Stachelholzkeule weiterspielen will. Auch wenn die von so billigen Kackdingern ist. Wo ist sie denn? Die hier. Die Stachelkeule. Warum soll ich die eigentlich nicht weiterspielen? Ich habe sie jetzt ewig nicht aufgewertet. Das musste ich jetzt mal nachholen. Aber die hat Blutung von sich aus. Und wenn ich die upgrade, dann hat die halt auch Damage. Und Runen sollte ich richtig, richtig viele haben mittlerweile. Wenn ich da diese ganzen Heldenruhen und so habe. Guck mal, da haben wir die kleinen Potboys. Sprengen die sich einfach einmal in die Luft und machen Damage? Ich weiß nicht genau, wie die funktionieren sollen. Ach, guck mal, wir haben die lustigen, lachenden Männchen auch. Ja, irgendwie habe ich da noch keinen, der mir gefällt. Wenn ich irgendwas sehe, wo ich sage, oh ja, der ist es, dann wird der halt sofort geupgradet. Oder warte, wir holen uns mal den Morgenstern. Den ich jetzt ewig nicht geholt habe, der, hier auf der Straße irgendwo ist. Ich glaube, da ist der oder so. Weil der müsste ja auch Blutung haben. Ja, genau. Guck mal hier. Hier habe ich diesen Wagen... Ich habe die sogar geöffnet, die Kiste, aber den nicht rausgenommen. Ja, aber das war alles. Das waren alle meine Probleme. Waffe verstärken. So, jetzt können wir mal gucken. Welche leichte Keulenwaffe ist angenehmer? Genau, die ist auch hier. Macht auch Bluten 50. Okay, ich sehe keinen Vergleich. Ich muss beide auf 2 haben. So. Die Holzkeule skaliert schon von sich aus besser, scheinbar. Weil die Zahl höher ist. Aber interessant, wie ähnlich die beiden, die sich sind, ne? Der hier sieht halt cooler aus. Ja, machen wir unsere Stachelkeule. Let's go. Die OG-Keule. Schmiedesteine 3 brauche ich jetzt und sowas. Ja, genau, dachte ich mir. So, wir reiten jetzt hier dann die Straße runter bis zu der Statue. So. Dazu 1 und der Straße folgen. Waffe aufwerten tue ich dann halt so mit der Zeit. Erstmal alles ganz gemütlich. Denn es ist eine fette, große Statue von irgendwem, der betet oder sowas. Guck mal. Vielleicht führt uns das ja dahin, wo wir hinwollen. Es wäre ein Segen. Und auf dem Weg scheinen auch noch Kirchen zu sein. Kirchen haben ja auch meistens irgendeinen Loot drin. Oder eine zitternde Wache. Hm. Na gut, die ist ziemlich kaputt. Ah. Da nutze ich gerne mein Pferd für. Yep. Kaputt. Ich dachte kurz, ich bin tot. Aber nein. Habe ich jetzt wieder so ein Umwandlungsding hier? Yep. Einfach so eine Wache, die halt da einfach kauert, ne? Ich suche auch hier die Überreste einfach durch von dem Trebuchet, was runtergefallen ist. Ist das die Statue, wo es so donnert? Ich hoffe nicht. Ja, aber in die Richtung. Das ist schon mal vielversprechend. Absteigen. So. Verlorene Gnade entdeckt. Na dann. Gucken wir doch mal.
Das ist ja auch Effekt, die diese Blitze machen. So, irgendeine Statue, die jemanden hält. Mit den Händen. Da kniet jemand davor. Jo, was ist die Chance, dass es ein Boss ist? Okay, das kannst du anvisieren, es ist ein Boss. Eine Assassine, der schwarz. Ach, so einer schon wieder. Meine Güte. Habt ihr's denn mal gelernt? Irgendwie war der andere in dem Dungeon mal echt viel schwerer. Dieser dumme Aufladeangriff. Ich trau mich auch nie direkt zuzuhauen danach. Ja. Naja. Ich einfach gerade getankt habe. Nicht weggedodged. Weil, also ich bin nicht zurückgeschreckt bei dem Schlag von ihm, das meine ich. Ja, aber hier ist. Wisst ihr, was es hier einfacher macht? Hier ist Platz. Und ich kann einfach zurückschlagen, wenn er mich nervt. Und ich kann sogar zaubern, wenn er mich zu sehr nervt. Nee. Oh, ich habe ihn nicht gepackt. Ich hatte meine Chance. Geh weg. Ja, lerne mich fürchten. Oh, in der Luft. Nice, gesniped. Ihn hat zu Fall gebracht. Schwarzes Messer. Wir haben das Assassinenmesser bekommen. Auch eine legendäre Waffe scheinbar. Weil, die war wieder golden. Ist ein Dolch? Ja, ist ein Dolch. Schwarzes Messer. Heiligschaden. Ist einfach ein heiliger Dolch. Ein Dolch der Assassinen, die in der Nacht des Schwarzen Messers Godwin den Goldenen ermordeten. In einem Ritual wurden die seltsam verformte Klinge mit der Macht der gestohlenen Rune des Todes erfüllt. Einzigartiges Talent, Klinge des Todes, enthält die Macht der Rune des Todes, um ein klingenähnliches Projektil abzufeuern. Die Klinge verursacht sofort Schaden. Eine Zeit lang reduziert sie auch die maximalen LP des Gegners und verursacht kontinuierlich Schaden. Das klingt stark. Ja. Das hier sieht schon wieder aus wie die absolute Hölle und keine Priester. Wahrscheinlich die Basis der Assassinen jetzt oder sowas. Bring hier erstmal einen Schluck direkt. Oh, das sah cool aus. Ich wollte aber eigentlich nur meine Lampe anmachen. So, alles ist cool, solange keine Streit wegen. Grab eines heiligen Helden. Ja, hier wird schon wieder nur Müll sein. Hier wird schon wieder nur kein Spaß sein. Was steht hier? Licht ist des Schattens Untergang. Okay. Vielleicht soll ich doch eine Laterne nehmen oder sowas. Purpur Samentalisman. Wir haben noch den blauen davon. Was hat denn der nochmal gemacht? Verstärkt Lebenspunkte Regeneration von Purpurtränen. Ah, meine Tränke heilen mehr. Cool. Ja, dann nehme ich mal diese Fackel, diese heilige, die ich hier habe. Hier, genau. Ist die schwerste Fackel natürlich. Und ich habe sofort die schwere Rolle, also Handschuhe aus. Ja. Ich habe noch eine Idee. Ich will nicht mit der Fackel zustechen können. Das brauche ich halt nicht. Deswegen gehe ich hier nochmal ran. Ah, geht nicht bei der Fackel, die ich gerade habe, ne? Okay, dann mache ich es bei einer normalen Fackel. Kein Talent. Genau, hat sie drauf, oder? Jetzt. Dann nehme ich nämlich die normale Fackel. Dazu meine Handschuhe, das geht. Und jetzt habe ich auf der Fackel kein Talent und kann meinen Hammerschlag. Genau. Machen, ohne die Fackel wegzustecken. Also er steckt sie dabei weg, aber es passiert alles automatisch. Frag mich, was dieser Text sollte. Also erstmal machen wir die Jungs hier fertig. Da ist eine scheinbare Wand. Recht groß, das Gebiet. Thank you.
Ah, guck mal, der war nicht angreifbar. Das heißt es, ich musste hier reinlocken, damit ich die angreifen darf. Deswegen stand auch einer so drin und hat sich das Licht angeguckt. Und es geht nicht mit meiner Fackel, nehme ich an. Ich bin jetzt, glaube ich, im Kreis gelaufen. Ja. Oh, das Ding. Ich erinnere mich. Kann man mal gucken. Ja, unspaßig immer noch. Aber irgendwie ist das stuck in seinem Regal. Er hat ein HP die ganze Zeit. Warum trifft mein Hammer denn nicht? Tschüss. Hallo. So, ich gehe einfach hinter denen. Ja, okay. Danke für die Gräbertallinie 4. Geistertallinie 4. Und eine Gräbertallinie 5. Geister ist die bessere, ja. So, jetzt können wir wieder hier lang gehen. Und diesmal den richtigen Weg. Das ist ja auch wieder so aufgebaut, dass ich gar keinen Hebel brauche für einen Boss. Was ist, wenn das hier das Grab von dem Orosdoris ist oder so? Ultra ätzend. Ja, kommt mal rein. Oh mein Gott. Danke. Da unten ist ein Mage. Versucht nervig zu sein. Ja. Okay, Doki. Kriegen wir alles hin? Ja, ja. Dann gehen wir hier lang? Ist hier irgendwas? Okay, wer will kämpfen? So ein Spider-Boy? Irgendwas gräbt sich aus oder so, wenn ich das hier loote. Asche von der Soldaten von Landel. Oder das. Das ergibt auch Sinn. Das war halt so auffällig, die Mitte, da wollte ich nicht mal drauf gehen, aber man verreißt sich schon sehr, wenn das passiert. Ich liebe, dass die gestunt sind dadurch. Macht alles so einfach. Okay, was ist hinter dieser fetten Tür? Ah, wir haben Hebel. Finden wir es raus. Jetzt kommt gleich so ein Wagen einfach durchgefahren und bringt mich um. Ja, einfach ein weiter Weg. Wir haben über die Sensen schon wichtige Sachen gelernt, wie zum Beispiel, dass wir über die hochfahren können. Müssen nur vorsichtig sein wegen unseren Dudes hier. Die nervigen. Weil die können ja immer noch ihre Packangriffe und uns aussaugen. Auch wenn sie nach nichts aussehen. Ach, guck mal, hier ist sogar noch so ein zweites Rätsel-Dings hier. Das gefällt mir. So, ja, machen wir die mal weg, die Dudes. Und die Hände zum Himmel. Und lasst uns glücklich sein. Ich bin sehr glücklich, wenn ihr weg seid hier. Rein damit. Geben Sie mir weitere mächtige Artefakte. So. Den Drachenschild-Talisman. Vielleicht irgendwas gegen Drachen oder so? Erhöht die Resistenz gegen körperliche Schaden deutlich. Okay, ich sollte vielleicht erstmal gucken, was, wie viel, ne?
Von 8, 13, 8 zu 20, 20. Wuhuhuhuhu. Das ist sehr schön. Den in Kombi mit schwerer Rüstung irgendwann. Uiuiuiuiui. Den lege ich nicht mehr ab. Aufgeladene Angriffe sind egal. So, ja. Dann haben wir das da unten fertig. Ein schöner Seitentunnel. Hat sich gelohnt. Was ist ein Seitentunnel? Hier sieht es irgendwie auch nach der Gasse aus. Wir haben noch keinen Boss gehabt, also muss ich vielleicht doch wieder runter. Achso, klar. Hier, die Skelettroute. Ganz vergessen. Oh mein Gott, der läuft einfach langsam und weicht dadurch all meinen Pfeilen aus. Ist halt einfach so ein Gamer. Boah, meine 400 Schadenbogen ist halt richtig schön. Ich freue mich schon, wenn einer von denen mich dann packt und ich bin aber instant komplett tot. Und... nein. Ganz angenehm. Dungeon ist richtig schön bisher. Also nach meiner Experience von dem anderen kann es ja auch nur schön sein. Das ist zu weit weg, um hier rüber zu hüpfen, ne? Ja. Aber über mir ist auf jeden Fall ein Weg dann. Oh mein Gott. Habe ich mich zu früh gefreut? Kann ich dich eigentlich in die Sensen reinziehen? So rumreiten tut er hier. Okay, du hältst zwei Schläge aus. Oh. Ich weiß noch, das letzte Mal, wo ich im Sumpf war, da hat er echt richtig viel ausgehalten, der Junge. Na dann. Dann ist ja alles gut. Dann war nur ein kleiner Jumpscare. Oh. Das war auch ein kleiner Jumpscare. Okay, Hack. Mittleres Hack. Mittleres Hack, sehr schön. Letzter Hack ist hinter dem Ding. Leiter erstmal, okay. Da war eine Tür noch. Merke ich mir. Erstmal will ich hier weg. So, hier liegt eine Leiche. Der Raum ist sonst leer. Heißt, hier greift mich irgendwas an. Perfekt. So, komm mal her, du kleiner Prinz. Nein, 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 nein. Keine große Umarmung. Das will ich nicht. Die Sensen da unten die Gegner noch für mich töten. So, sonst war hier nichts, ne? Nee. Nur das Gift von dem Typen. Jetzt sollten wir auf der Brücke sein. Jupp. Und was hier oben? Ein sehr fetter Ritter, der das Licht braucht, um bekämpft zu werden. Aber hier ist kein Licht. Redekopf, dann mal los. Okay, wenn du meinst, dann sage ich das einmal. Let's get to it. Let's get to it. Was sagst du zu den heiligen Pfeilen des Erdenbaums? Okay. Dachte ich mir. Was, wenn eine Bossleiste kommt und er mich hier einsperrt? Okay, er läuft auf jeden Fall los. Wir müssen den halt bis zu so einem Lichtstrahl pullen, ne? Okay, scheinbar keine Bossleiste. Er kann schwingen, der Junge. Kommt er auch hier runter? Ja, tut er. Sehr schön. Drittes Hackball, bitte. Ja, die kommen alle drei perfekt. Oh mein Gott, du bist sehr schnell. Hier kann ich gegen dich kämpfen. Aua.
Dich kann man backstabben, ne? Aua. Oh mein Gott. Das war ein Hieb. Das wäre noch eine Blume, die mir fehlt. Ah, ich dachte, es war noch ein Angriff. Der war mit dem dummen Beilchen an seinem der Keule rumgehauen hat. Jetzt. Ja. Okay, Backstab geht. Ja. Nice. Irgendwo hat sich eine Tür geöffnet. Du erlernst einen Beinschutz. Cool. Ich habe doch irgendwann am Anfang gesagt, ich will aussehen wie die. Jetzt habe ich seine Beine zumindest schon mal. Halt, da war eine Blume. Habe ich gerade gesagt. Und schon renne ich weg. Oh, ich stelle mir das Spiel gerade schon vor, wie es ist, wenn ich mit dem großen Hammer rumlaufe. Muss ich übrigens mal gucken, ob das das bestimmte Aufwertungsmaterial kostet, aber ich denke schon. Ich wäre gern so von meinen Stats, dass ich den tragen kann, ohne eine goldene Rune anzuhaben und so, ne? So, da ist die Tür. Okay, tschüss, Hackbeil. Weiche aus meinen Augen. Und hier müsste jetzt eine Bosskammer kommen. Guck mal, die sieht schon wieder so aus wie die absolute Hölle. Hier sind so ein paar Skelette. Zeug aufzuheben. Ja, ist was hier in den Ecken? Nö. Wehe, das ist nochmal so eine... Ui, Speed. Mit der Kammer. Sonst, dann war ich nicht einfach. Nee, ist ein einzelner Typ. Uralter Held. Samoa. Aber der hat die Baumritter-Theme-Musik. Ja, ein cooles Messerchen. Oh mein Gott, der wird gestaggert durch Angriffe. Samoa. Samoa, warum bist du gestaggert durch Angriffe? Das ist halt dein... Das ist mein stärkster Move, den ich machen kann. Ich kann sogar in deine Kristalle reinhüpfen und ist mir egal. Dich habe ich schon mal bekämpft, ne? Kann es sein? Haben wir den schon mal befaltet? Ich glaube ja. Oh mein Gott, das war ein... Okay, ich trinke einfach, anstatt zu rollen. So. Ne, wenn er so stehen bleibt. Erinnert mich an Sister Friede. Aua. Keule. Und down. Was ist das für ein Schwierigkeitsgradvergleich? Asche des Drachenritters Christoph. Der ist legendär. Ach, das ist einfach so einer mit einem Speer. Gegen die habe ich richtig Probleme selber. Kann man die in PvP-Duellen rufen? Das wird nämlich ultra nerven, der Typ. Cool. Ja, guck mal. Waldpfad? Achso, wir sind hier drüben, ja. Haben wir das Grab des Heiligen Helden abgeschlossen und ein ultra cooles Amulett bekommen? Den Boss easy weggemacht? Mit unserer schönen Hammersprungtechnik? Und dürfen wieder nach oben fahren. Und haben immer noch nicht die Klerikerin. Ich erwähne es einfach die ganze Zeit, dass ihr auch schon ungeduldig werdet, auch wenn ihr selber bestimmt manche Leute von euch schon durchgespielt haben und sich denken, oh Gott, der ist so falsch hier gerade. Junge, was macht der? Der Typ hat doch gesagt, da und da. So sitzt ihr davor. Und ich bin einfach nur, der hat gesagt, weiter beim Baum und ich habe nichts beim Baum gefunden. Vielleicht hier so an der Außenmauer irgendwo. Naja, wir reiten mal da hoch. Ich nehme schon seit einer Stunde auf. Wow, ich war echt in der Gruft vertieft. Okay, wir reiten darüber und dann hören... Oh, warte. Käfer. Käfer, Käfer, Käfer. Guck mal, hier sind ganz viele so Story-Schwerter. Wir das ganze Spiel verteilt gesehen haben. Kriegsasche Blitzbock. Ich habe das Gefühl, du kannst einen bestimmten Angriff. Will es aber ehrlich gesagt gar nicht rausfinden. Ja, hier gibt es auch noch ganz viele Runen und so. Aber jetzt gehen wir einfach hier rüber. Das ist unser Ziel.
Kirche der Sturmrufer. Blitzgroßbolzen. Eine heilige Träne für bessere Tränke und ganz viele Schottersteine. Kein Ort der Gnade? Dann kein Ort der Gnade. So. Wir sind fertig für heute. Unsere Mission geht voran. Irgendwann finden wir unsere heiligen Freunde. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit einer weiteren Folge Elden Ring. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Zimbelmann.